Ja, hallo zusammen, mein Name ist Lukas, ich bin Hobby-Aquaponiker und ich mache jetzt den Fisch. Nein, natürlich nicht, ich bin heute hier, um eine Frage zu beantworten, und zwar: Macht meine persönliche Aquaponikanlage überhaupt Sinn? Nun, wieso sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, diese Anlage, die ja einen Kreislauf darstellt zwischen Pflanzen und unten drin Fischen, die überhaupt zu bauen? Der Grund ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe mit einem befreundeten Koch gesprochen und der hat mir erzählt, dass in der Schweiz nur etwa 5% des konsumierten Fisches tatsächlich aus dem Inland stammen. 95% werden importiert. Das hat mich zur Frage geführt: Gibt es eigentlich die Möglichkeit, Fisch auch selbst zu Hause zu produzieren? Man stößt dann ziemlich schnell auf die Antwort: Aquaponik. Wir haben viel gelesen, auch Kritisches, und sind dann zum Schluss gekommen: Wir wollen es einfach mal versuchen. Also, wir schauen uns jetzt das mal kurz an. Wir haben hier drin das Herzstück unserer Aquaponikanlage. Das ist ein IBC-Tank, den wir aufgeschnitten haben, der mit Wasser gefüllt ist. Hier drin leben zurzeit 4 verschiedene Fischarten. Wir haben obendrauf mit Blähton den anderen Teil des IBC-Tanks. Das ist das Substrat, in das wir verschiedene Pflanzen eingesetzt haben, die jetzt hier wachsen. Das Ganze funktioniert so, dass eine Pumpe Wasser in einen Biofilter pumpt. Hier drin sind sogenannte Helix, so Plastikteile mit einer möglichst großen Oberfläche, auf denen sich Bakterien ansiedeln, die gefährliche Stoffe aus den Ausscheidungen der Fische in brauchbare Stoffe für die Pflanzen umwandeln. Das Wasser fließt dann aus dem Biofilter über dieses Rohr, nährt hier die Pflanzen. Wie man hier sieht, haben die Pflanzen Wurzeln gebildet, die in das Wasser reichen, um da die Nährstoffe aus dem Wasser aufzunehmen. Das Wasser strömt dann hier durch die Leitung zurück in den Blähton, bis das Wasser dann schlussendlich über ein Ebbe-Flut-System bei einer gewissen Wasserhöhe wieder zurück zu den Fischen fließt. Das ganze System funktioniert so, dass die Fische die Pflanzen düngen sollen und die Pflanzen reinigen das Wasser für die Fische. Eigentlich ganz einfach. Solche kleinen Heim-Aquaponikanlagen sind seit ein paar Jahren ziemlich beliebt. Wir haben festgestellt, dass so günstig, wie das viele Leute erzählen, gar nicht ist, so eine Anlage zu haben. Alleine schon ein IBC-Tank, auch wenn der gebraucht ist, kostet schnell mal 50 Franken. Eine Pumpe kostet 50 Franken. Der Blähton kostet 50 bis 80 Franken. Das ganze Zubehör, wir haben da noch ein Haus gebaut, das kostet alles auch Geld. Wenn man das dann auf den einzelnen Fisch runterrechnet, kommt man schnell auf einen Fischpreis von vielleicht 30, 40 Franken. Was dann tatsächlich nicht mehr allzu viel Sinn macht, wenn es jetzt rein um den finanziellen Aspekt einer solchen Anlage geht. Ein weiterer Punkt, über den wir uns viele Gedanken gemacht haben, ist natürlich: Wie ökologisch ist ein solches Projekt? Und wir können das bis heute noch nicht ganz genau sagen. Wir müssen da, glaube ich, noch einiges mehr rausfinden. Zur Ökologie gehört natürlich das Fischfutter. Was verfüttert man den Fischen? Ist da drin Fischmehl? Ist da drin, wird das biologisch hergestellt beispielsweise? Da drin sind Überlegungen zum Energieverbrauch einer solchen Anlage, zum Sinn und Unsinn, jetzt hier irgendwie 20, 25 Fische zu halten und die aufzuziehen. Das sind alles Überlegungen, bei denen wir noch nicht abschließend sagen können, wie viel Sinn es tatsächlich macht, so ein Projekt zu betreiben. Wie gesagt, finanziell lohnt sich das, was Sie hier machen, wirklich nicht. Aber es macht wirklich Spaß. Wir haben hier, wir sehen schon Kohlrabi, die kommen sehr schön. Wir haben verschiedenste Pflanzen, die wirklich sehr toll wachsen hier drin. Und was mich persönlich ja interessiert, sind die Fische. Die wachsen ziemlich schnell. Wir füttern die zweimal am Tag. Ich zeige euch jetzt das mal kurz. Doch kommen wir zurück zur Frage, ob eine solche Heim-Aquaponik-Anlage überhaupt Sinn macht. Finanziell ziemlich sicher nicht. Macht es Spaß, eine solche Anlage zu betreiben? Das auf jeden Fall. Und wenn ihr über den einen oder anderen Aspekt dieser Anlage vielleicht mal noch ein Video sehen wollt, lasst uns doch ein Like und ein Subscribe hier. Tschüss!